Herr Lindner, ich habe die Mitgliedschaft von Borussia Dortmund. Da habe ich meine Mitgliedschaft gekündigt. Weil ich als Ungeimpfter diskriminiert werde. Dann können Sie zur FDP kommen. Weil wir den Herrn was geschenkt haben. Wir sind nämlich der Auffassung, dass Ungeimpfte nicht diskriminiert werden. Ach ja? Ja. Aber wir haben schon mal ein ganz anderes von Ihnen gehört. Ja, aber ich bin ja nicht der Vorsitzender des BVB, sondern der FDP. Meine Meinung ist, in einer Gesellschaft, wo so viele geimpft sind, kann der Ungeimpfte sich höchstens selbst gefährden. Deshalb sollen auch im Herbst Ungeimpfte zum Beispiel in die Gaststätte gehen können, vielleicht mit der Voraussetzung eines negativen Tests, den sie aber nicht bezahlen müssen, sondern das macht die Solidargemeinschaft. Sagen Sie jetzt. Und sagen Sie das auch noch nach den Wahlen? Das sage ich vor den Wahlen und nach den Wahlen. Und 2017 haben Sie gesehen, dass die FDP nach den Wahlen sogar bereit ist, Nein zu sagen zu einer Regierung, wenn sie ihre Zusagen brechen müsste. Wie schaffen Sie es denn, die Koalitionspartner? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Ja, in diesem Video sehen wir Christian Lindner, wie er von Passanten angesprochen wird auf die Diskriminierung der Ungeimpften. Das ganze Video stammt aus dem Sommer vor der Wahl und hier hat Christian Lindner noch sein Wort dafür gegeben, dass es ja im Prinzip auch sowas wie eine Impfpflicht bzw. ein Ausschluss der Ungeimpften nicht geben wird, denn ab einer gewissen Impfquote ist hier der Ungeimpfte seines eigenen Glückes Schmied. Und dieses Video kursiert im Moment im Internet zu der Meinung, ja, da kann sich jeder selbst, glaube ich, eine Meinung zu bilden und dann das darüber denken. Auf jeden Fall natürlich immer schwierig in der Politik, klare Aussagen zu tätigen und am Ende natürlich nicht dazu zu stehen. Natürlich ist Corona eine Ausnahmesituation, aber auch schon zu dieser Zeit gab es Dinge, die sich bei Corona geändert haben. Deswegen sollte man immer, glaube ich, aufpassen, wenn man Versprechen gibt und immer aufpassen, wenn man ja klare Stellungen bezieht und sich immer wieder hinterfragen, kann man das denn auch halten? Und ich will gar nicht dagegen wettern und jetzt sagen, oh, er hält jetzt nicht nur dieses Wort nicht, sondern eher so vielleicht nochmal auf Blick in die Zukunft an die Politiker vielleicht nochmal das Ganze zu richten und zu sagen, hey, überlegt euch doch mal, was ihr sagt. Und gerade während Corona wurde so oft gesagt, okay, jetzt hat sich die Lage geändert. Jetzt hat sich die Lage geändert und sie hat sich nochmal geändert. Und da muss man doch irgendwann wissen, okay, wenn ich jetzt irgendwelche Zukunftsprognosen im Zusammenhang mit Corona bringe, dann muss ich mir doch im Klaren sein, was bedeutet das und was für eine Aussagekraft haben meine Worte und könnte ich irgendwann daran festgenagelt werden. Ich glaube, das ist der große Fehler und da verstehe ich es immer noch nicht, dass man trotz dessen, dass dann schon fast ein Jahr die Pandemie gelaufen ist, immer noch nicht dazu gelernt hat. Also was sagt ihr zu Christian Lindners Versprechen? Wir schauen noch einmal rein und schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten sagen wir bis zur nächsten Folge und ciao. Herr Lindner, ich habe die Mitgliedschaft von Borussia Dortmund. Da habe ich meine Mitgliedschaft gekündigt. Weil ich als Ungeimpfter diskriminiert werde. Dann können Sie zur FDP kommen. Weil wir den Herrn was geschenkt Wir sind nämlich der Auffassung, dass Ungeimpfte nicht diskriminiert werden. Ach ja? Ja. Aber wir haben schon mal ein ganz anderes von Ihnen gehört. Ja, aber ich bin ja nicht der Vorsitzender des BVB, sondern der FDP. Meine Meinung ist, in einer Gesellschaft, wo so viele geimpft sind, kann der Ungeimpfte sich höchstens selbst gefährden. Deshalb sollen auch im Herbst Ungeimpfte zum Beispiel in die Gaststätte gehen können, vielleicht mit der Voraussetzung eines negativen Tests, den sie aber nicht bezahlen müssen, sondern das macht die Solidargemeinschaft. Sagen Sie jetzt. Und sagen Sie das auch noch nach den Wahlen? Das sage ich vor den Wahlen und nach den Wahlen. Und 2017 haben Sie gesehen, dass die FDP nach den Wahlen sogar bereit ist, Nein zu sagen zu einer Regierung, wenn sie ihre Zusagen brechen müsste. Wie schaffen Sie es denn, die Koalitionspartner?